sage aber erstmal moin moin die Leute, herzlich willkommen, seid gegrüßt, neue Runde vom LS22 Multiplayer Black Screen heute. Machen wir nochmal den LS an und dann sehen wir auch die Mitspieler. So, seid gegrüßt, Black Force, moin. Warte, ihr müsst euch auch anmachen. So, Black Force, moin. Moin. Jetzt kommt Synchro mit Minikeule, moin. Moin. Speedy ist mit dabei, moin. Moin. Wo ist denn der wilde Anzug? Da ist er wieder. Moin. Ja, Pascal steht hier, moin. Moin, moin. Christian läuft da hinten, da schon nervös rum, moin. Moin. Und Ralf, moin. Moin. Und Pascal ist hinten auch im Mähdrescher zu sehen bei mir, aber egal. Dann muss ich nochmal durchschauen. Der steht doch hier. Lieben ja, Grill. Da vorne bei mir im Mähdrescher steht auch ein Pascal. Ach, die Geschichte wieder. Ja, sind wieder. Gleich fleißig. Doppelte Leute hier am Start. Ja, was machen wir Schönes? Na klar. Weiter Farm. Ich war am Ballenpressen beim letzten Mal. Ist noch irgendwas zum Ballenpressen? Oder sind wir durch gewesen mit Ballenpressen? Bin ich jetzt wegfett oder? Achso, ja, ich bin schon weg. So. Bist du noch nicht fertig? Also die gewickelten, da waren fertig. Die beiden Ballenpressen stehen hier noch. Ja, die 45 noch. Haben wir letztes Mal aufgehört, ich und Ralf. Ja. Wer hat denn letztes Mal mit mir angesellt? War das Minikeule? Ja. Willst du mir wieder helfen? Ja, klar. Da die Performance das ist trotzdem. Glas steht ja noch am Feld. Da kommt Zuckerrüben rein. Warten wir mal. Was für Feld war denn das? Das war die 35, oder? Neben der Tankstelle. Ja, 35. Können wir mal erst nach einer Stunde Resümee ziehen, finde ich. Ob der Server jetzt immer noch gut läuft oder nicht mehr. Aber falls Ralf oder ich heute einmal mit der Presse fliegt, dann tauschen wir die wieder um. Ne? Also noch fahre ich 18 km/h beim Säen. Ich kann auch 25 fahren beim Pressen. Zuckerrüben, hast du gesagt, gell? Ja. So, wenn ihr die Optik wieder wundert, das ist wieder normale Standard LS22 Optik. Ich kann aktuell die Nvidia Grafikkarten Shader Einstellungen nicht speichern, ist auch immer dumm. Das ist mal einstellen, aber er speichert die Shader Einstellungen nicht. Das ist, wenn man ein Update macht, ne, Grafikkartentreiber Update, und dann funktioniert wieder irgendwas nicht mehr. Ist immer toll. Ich muss sagen, ich finde, es sieht besser aus, wie die Einstellungen, die du sonst hast. Das ist immer Geschmackssache, das wärmer die Ansicht hier, ne, das andere ja, ist genau, halt. Ich ja, ich so kalt irgendwie immer. Wieder global. Ja, damit das ist schon wieder gleich das richtige Thema. Ja, Bayern mit Tuchel nicht mehr. Das, ja. Das war doch zu erwarten. Ja, aber das jetzt zum Saisonende jetzt auf diese Art und Weise schon wieder, das ist doch auch egal. Meinen die, die wollen Alonso abwerben von Leverkusen? Oder? Also wehe, die werben Hoeneß von Stuttgart ab. Ja, Alonso oder Hoeneß vielleicht, ne? Ich glaube, Alonso macht das aber nicht. Das ich glaube, der will zu Madrid. Ja. Ist Madrid schon frei dann? Mhm. Auch im Sommer, glaube ich. Aber Alonso war doch eine Zeit lang bei Bayern auch, oder nicht? Doch, ne? Als Spieler, ja. Ja, genau. Also hat er ja schon Bezug zu. Ja, aber ich glaube, das macht er trotzdem nicht. Sich dann da als Idiot hinzustellen, wenn sie verlieren. Ne? So, oben ist, was ist das denn noch an Mission offen? 33 bis. Da waren wir aber schon letztes Mal. Ja, haben wir fertig gepresst. 75, 74 waren wir ja auch da oben, haben das gemacht. Eigentlich müssen nur die Ballen abgegeben werden von den Missionen. Das ist alles fertig. Außer die 41, ich glaube, die muss noch gemäht werden. Und ja, fertig. Dann fahre ich da jetzt hin. Ich sitze gerade im Big M. Also, ich weiß es nicht genau, muss man vielleicht mal was. Ja, kann gut sein, aber ich war da noch nicht letztes Mal. So, muss ich nochmal moin in den Livestream-Chat reinschreiben, ne? Dragon noch wieder für Prime. Moin, moin. Und auch bei Kick, mal moin.
bin kein Bild. Ich Bild, wo muss ich gerade mal schauen, auch nicht so wenig Licht. Moin. So, ich sollte auch Sound. So, Aufgabe Feld 29 erledigt. Das soll 41, soll das auf Silage gewickelt werden? Oder brauchen wir da Heu? 41 soll Heu, ja. Und das soll auch Heu werden. Also kann ich die Silage. Wir hätten ja schon die 74, ja. 75 zur Silage gemacht. Oder ne, die 75 gemacht. Ja, wir haben alles zur Silage bei uns so gemacht. Gestern, man kann sagen, am Samstag. Ja, ich glaube, die 74 haben wir schon abgegeben. 75 fehlt mir noch ein paar Beine. Willst du die Zeit eigentlich noch mal ein bisschen da oben tasten? Ja, was für April 1, was haben wir denn noch sonst? Nicht mehr so viel. Ja, eigentlich kann man ein bisschen schneller. Produktion versorgen. Ist die 78 schon gestriegelt worden? Also, die kommen die anderen dahinter nicht. 78. Ich glaube nicht, oder? Oh, doch. Theoretisch könnte die auch gestriegelt werden, ja, wenn sie es so zwei Leute machen wollen. So, ich habe verstanden, ob sie schon gestriegelt ist. Achso. 78 haben aber wir doch letztens gemacht. Am wichtigsten wäre erstmal 45 zu mulchen. Dass wir da mit den Sämaschinen. Nee, da muss erstmal einer Ballen sammeln, hier liegen noch die ganzen Ballen. Wir sind noch nicht fertig. Ja, aber fast. Man kann ja schon mal, wenn die Ballen weg sind, außerhalb mulchen. Ja. Auf Feld 78 haben wir da schon gestriegelt letztes Mal. Nee, da hast du andere Seetspiele. Ja, du bist mit mir mit der Sämaschine da drüber. Sämaschine? Ach ja, stimmt. Ich hätte da irgendwie Dünger aufgetankt oder sowas, ja. Nachdem du die richtige Produktion gefunden hast. Nach einem halben Tag, ja. Naja, haut mich mal alle in die Pfanne. Ich merke mir deinen Namen. Mach das. Du bist ein Urlauber gerade, oder? Wie war das? Ja. Ja. Soll ich jetzt auf der 41 breit oder Spott? Ja, immer Spott. Okay. Mach das mit dem Lüfter. Ja. Mhm. Proxys ist doch auch. Fett muss erstmal Tetris spielen, ne? Ja, ich weiß nicht, welches so ein Chaos wieder hinterlassen hat. Die eine Prox hier, die andere Prox da. Hier eine Prox, da eine Prox, überall eine Prox, Prox. Du wolltest ja so viele Mieten unbedingt. Ja, genau. Ja, trotzdem muss man hier nicht. Man die nicht zurückgeben? Nee, aber die brauchen ja nicht jeder. braucht ja nicht jeder einen eigenen hier komplettes Abteil. Die kann man ruhig hintereinander stellen, so. Hat Spaß. Wäre zu einfach. Mist, kann man nicht mal aufsteigen. Kein Drucks hoch, egal. Ja. Vielleicht könnten wir uns ja noch zwei Striegel kaufen, dann könnten wir zu viert auf Feld 78, dann wären wir auch schnell fertig. Jetzt so. Oha. Heute hatten wir beide kranke Kinder zu Hause. Meine Tochter war ja eher, ist ja eh krank. Und unser Sohn hat gestern beim Fußball sich irgendwie die Hand gestaucht. Also, da wir eh Termin hatten beim Arzt, wollten gleich beide Kinder abgefrühstückt werden. Das sah ich den validen Stand hier. Zumindest habe ich halbwegs wieder Stimme.
Hier steht noch ein Big M. Also 18 ist noch nicht fertig gewesen. Okay. Hat Chaco wahrscheinlich, glaube ich, beim letzten Mal gemäht und ist dann fruchtartig abgehauen. Auf 41 Armeen im Grad. Ja, also die 18 muss auch noch gepresst werden oder was auch immer wir damit machen wollen. Ja, können wir ruhig die Lage machen. Wann habt ihr denn die 78 gekauft? Länger. Alles schon Fischens. Länger. Ja. Fischens Samstag. Nee, Samstag haben wir ja auch schon angesehen gehabt. Die Woche davor, ne? Samstag. Ja. Da haben wir noch, rumdiskutiert, ob wir es kaufen sollen, habe ich gesagt, so, jetzt kaufen wir es und gut. Ja, man gut, Florian hat ja Macht versprochen, oder was? Nicht weiter rumdiskutiert wird. Ob wir es jetzt brauchen oder nicht brauchen. Ja, ist egal. Guck mal, vielleicht vor, beim nächsten Mal einfach Produktion kaufen, ohne zu fragen. Oha. Du bist immer noch dein Guthaben. Haben es besser, die brauchen oder wie? Ja. Noch ist keine weitere Produktion gekauft worden. Ne? Nee, erst Ende April. Haben wir gleich zwei Stück? Ja, wir können gerade eigentlich nichts kaufen. Das Einzige, was man kaufen könnte, wäre die Käserei. Aber ich glaube, so viel Milch haben wir nicht und die Molkerei dann auch noch dauerhaft zu bedienen. Ja. Die Schafe müssen am besten so nutzen. Schon keine Leichen. Vorher wollten wir noch Felder auch noch kaufen später. Das ist ja noch mehr Felder. Oh, das ist unangeblendet, was wir brauchen. Ja. Ja. Ich glaube, da haben wir keine Probleme, das Geld bekommen. Schon. Was habe ich mit diesem neuen, wie heißt das, dieses neue hier, dieses neue Projekt von McManus, Werner und andere? Dieses Grow Up, habt ihr es gesehen zufällig? Ja. Nö, ich weiß nur, dass die, glaube ich, irgendein Roleplay-Projekt machen, oder? Ja, Roleplay machen die ja immer, das ist ja nichts Besonderes, aber... Ach, das ist was anderes, was die... Ja, genau, also Grow Up, das ist mit Leveln. Also man kriegt XP. Also ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, ich weiß auch noch nicht, ob es ein extra Mod ist, ob das ein Exklusiv-Mod ist, ob das ein... Wie das zusammen, das die Karte ist, oder wie auch immer das, wer das programmiert hat und so weiter. Ich weiß nicht, ob das Vertex-Design ist. Die hatten noch dieses Rubel Moon, oder wie heißt das? Dann kennt man die Keule sich doch aus. Nicole nicht da? Nicole? Doch, bin aber am Essen. Ja, Mahlzeit. Normalität. Voller Mund. Mhm. Ja, schneiden wir später nochmal. Auf jeden Fall ist das so ein XP-System, so ein Level-System. Sei ich ganz cool, glaube ich. Man kriegt halt Aufgaben gestellt und die sind auch im Bildschirm, also im Spiel. Von wegen, so bringe 5 Paletten von Wolle zur Spinnerei. Dafür kriegst du 25 XP-Punkte, so als Beispiel, also Erfahrungspunkte. Und diese Erfahrungspunkte bringen halt Level. Also wenn du, ich sag mal, 100 Erfahrungspunkte hast, kriegst du ein Level up. Also bist nicht mehr Level 1 Farmer, sondern vielleicht Level 2 Farmer. Und dann werden neue Aufgaben freigeschaltet, von wegen Sehe Feld 1 mit Weizen an, so als Beispiel. Wenn du das dann machst, kriegst du halt wieder eine Summe XP-Punkte. Das ist ein cooles System. Ja, da geht's um, spielen die sie Multiplayer gegeneinander dann, oder? Ja, ich glaube schon. Ich weiß aber gar nicht, ob die Karte wirklich so aufgebaut ist, dass es halt eine vergleichbare Karte ist oder ob jeder selber hostet. Also das ist nach dem Motto, dass 2-3 Leute hosten selber und vergleichen sich so. Weil ich meine schon, dass die Wettkampf machen, gegeneinander spielen sozusagen, ne? Aber Minikeule war dabei oder hast du gesehen oder hast du... Ich habe das gesehen gehabt und habe dann mir die Karte geladen und habe das auch nachgespielt. Ich habe es dreimal gespielt. Welche Karte sind das? Kannst du mir den Link mal schicken? Achso, ich meine jetzt nicht Rebel Moon. Nein, das neue habe ich noch nicht gesehen, weil das da konntest du nicht speichern. Na, ich vermute, dass es ein ähnliches System ist, weil da war das doch auch so mit Aufgaben, die man gestellt gekriegt hat oder nicht. Genau. Ja, genau. Ich glaube. Das Problem bei dem Nachspielen war, dass bei mir nicht einmal dieser Mähdrescher gekommen ist. Ja, also so weit bin ich nie gekommen. Mhm. Und wenn du Rechner ausgemacht hast und wieder an, war alles, was du bisher gemacht hast, war hinfällig. Das war wahrscheinlich also, die erste Testversion. Dann haben die gemerkt, da kann man ja richtig was draus machen, nicht nur diesen quatschigen
sorry, also wegen hier Rebel Moon kenne ich nicht, deswegen jetzt nur diese Aussage quatschigen. Ja. Kram, was nichts mit LS zu tun hat, sondern wirklich eine richtig coole Challenge-Geschichte draus zu machen, wo man halt ja, gegeneinander spielt und mit diesen XP-Punkten Level Up und Freischaltungssachen kriegt. Ich hatte das damals schon mal überlegt, wenn man auch auf der Matchmap hätte man sowas auch, hatte ich mal überlegt, von wegen, du musst erst 100.000 Liter Weizen abgeben, bis du dann freigeschaltet wirst, meinetwegen, um halt 100.000 Zuckerrübe abzugeben oder was auch immer, ne? So nach und nach im Prinzip erst zu machen. So ein Freischaltungsprinzip. Aber dann hätte niemand mehr überraschen können, ne? Nö. Da muss ja jeder immer das Gleiche machen. Da geht es halt nur darum, wer macht es schneller, wer macht es besser, so ungefähr, ne? Aber ich finde, es hat ja dann schon irgendwo mehr Reiz, wenn man es so lässt, wie es ist, wo dann dieses, dass man zum Beispiel versucht, beide, zwei Teams gleichzeitig irgendwie was abzuladen, wer dann schneller ist und so. Ja, ich weiß nicht genau, was da für Einfluss, für Zufallseinflussfaktoren sind bei dem Projekt jetzt. Ich glaube auch. Schreibt jemand, dass das die Galgenberg sein musste. Der Galgenberg? Aber die Galgenberg könnte doch nicht so ein System haben. Oder das System ist extern programmiert worden. Ja, das ist ein komplett neues System, was also ein Hut im Spiel praktisch, wo dem steht, wie viele XP-Punkte du gerade hast, also Erfahrungspunkte. Und welches Level du gerade bist. Ist das schon mal so auf YouTube veröffentlicht worden zu diesem Projekt? Weiß ich nicht. Heute ist was veröffentlicht, glaube ich. Dann kam heute die erste Folge, oder? Das kann sein. Weil die haben Montagabend das gestreamt. Vielleicht verhalten sie sich noch an diese hier 24-Stunden-Regel, wobei eigentlich gibt es sie nicht mehr, aber egal. Pascal, machst du Elo? War schon interessant. Also mich interessiert diese Technik auch, die dahinter hängt, eben, ne? Wie man sowas programmiert. Das ist bestimmt krasses Lua-Zeug. Und das macht ja Sinn, weil dann können wir mit den Seemaschinen gleich weiter rüberfahren. Also hier steht jetzt Grow. Weil der Mulke steht das schon. Das Grow, ja, genau. Roleplay trifft Challenge. Ja, so wie auch immer. Das Roleplay will mir McManus immer ganz gerne und weiß ich, die sind ja da so ein bisschen auch. Die machen ja nichts anderes eigentlich außer Roleplay. Da passt das ja auch zu dem Thema. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wie gesagt auf einem Server läuft. Was ich mir fast nicht vorstellen kann, weil die ja alle die gleichen Aufgaben haben. Und ich meine, die haben so Teams gemacht. Ich sag mal, Freezy spielt mit hier Sophie, glaube ich, zusammen. McManus spielt mit wem auch immer zusammen. Also ich habe das auch nicht viel von gesehen. Ich hatte auch keine Zeit drin und habe ja selber gestreamt auch. Von daher habe ich nur zum Ende noch ganz mal kurz reingesappt. Aber ich habe da noch keine Informationen da irgendwie jetzt zugesehen, welche Karte das ist, welches Skript das ist. Kann ja sein, dass es erstmal exklusiv ist sozusagen und dass es noch gar nicht öffentlich gibt. Das ist ja nicht ungewöhnlich, aber mal gucken. Ganz interessantes System. Ich würde noch dazukommen, wenn es okay ist. Dazukommen? Ja, auf der Server jetzt. Also bist du denn noch nicht hier? Gibt es Anweisungen, dass Felder gekauft werden und bist ja nicht da? Ja, mach doch. Ja. Ich habe das Modspack noch gebraucht und hat sich der Download wieder abgebrochen und nochmal neu und. Ich hab heute auch vom Alternativen geladen, da ging schnell. Ja, nachher wohl 20 Minuten. Oh, was gibt's denn für Pizza bei dir? Selbstgemachte Tiefkühlpizza? Ja, ja. Vier Käse. Vier Käse. Ja, Mensch. Guten Tag, ich bin bei Tino im Team. LPM, okay. Also ist es auf einem Server und die anderen Sachen sind selber geschrieben worden von uns aus dem Team. Okay, aber was für ein System ist denn da? Weil das muss ja irgendwie ein Programmierungssystem drin sein. Und sind das diese Systeme, die auch auf der Rebel Moon dann irgendwie für diese Fortschrittsgeschichten genutzt werden? Also ich meine, ich habe keine Ahnung, ich kann das gar nicht programmieren, aber ich fand es interessant, weil ich sag mal, Matchmap-mäßig, Challenge-mäßig. Kann der uns auch bestimmt ein bisschen erzählen, was es jetzt damit genau auf sich hat, auf was für eine Karte? Auf einem Server, das hat dann jeder das gleiche Feld? Kriegt jeder das gleich große Weizenfeld, was er anpflanzen soll? Also ich meine, ich hatte nur diese Aufgabe gesehen, da waren die nämlich gerade so dabei und Friesi hatte sich gefreut, dass er irgendwie zwei Sekunden vor jemand anderes das Ziel geschafft hat, so nach dem Motto. Aber ansonsten, ja, auf YouTube wird es ja ab jetzt oder morgen, ich weiß nicht, weiter ab heute dann laufen auf den unterschiedlichsten Kanälen. Es soll relativ viele Levels geben und relativ viele Aufgaben, ne, die man dann machen soll. Aber an sich macht ja immer jeder das Gleiche, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Halt, ne? Von wegen, man guckt dann halt, wer macht was ein bisschen schneller, ein bisschen besser. Wer schneller Level up.
Und dann soll es ja eben noch ein bisschen Roleplay mit drin sein. Auf jeden Fall mal interessant, mal was anderes, mal was Neues. Und nicht ne, nur nach 15 Roleplay, wo gespielt wird hier, du bist Hans Meier und hier Black Forest, das wäre auch immer. Das ist jetzt voll Bock, okay. Moin, Hoshi. Gut, danke. Ja, genau, also es ist von Tino sozusagen, von McManus. Aus seiner Runde, was programmiert worden. Da Gerd, moin. Moin, Gerd. Moin, sagen, Gerd. Ne? Gerechtes Unentschieden gestern mit dem 1:1. Wobei Dortmund auch Glück hatte. Eindhoven hat ja doch ein paar mehr Chancen gehabt. Aber natürlich auch ein Elfmeter, wo man sich drüber streiten kann. Ja, Gerd, du kannst gerne noch helfen. Nee. Ja, nur zu, noch ist Performance hier Server top. Machen wir mal ein bisschen schneller, mal 5 lassen wir jetzt laufen erstmal, ne? Ja, da liegen noch 3 Bälle. So, von hier vom Trecker. So, Kammer bis 20,4 Meter. Ich hätte den Elfer nicht gegeben. Ja, ich bin natürlich klar durch und durch Dortmund-Fan und dementsprechend, klar, die Dortmunder Brille sagt auch, er berührt ja ganz bisschen den Ball und dann erst den Spieler. Aber auf der Grundlage, wie er da reinspringt von der Seite und dementsprechend finde ich schon auch eine Verletzung vom Spieler in Kauf nimmt, finde ich jetzt schon wieder, kann man schon wieder argumentieren, ja, okay, komm, das ist eigentlich doch ein Freistoß und in dem Moment ist er halt im 16er und das ist halt ein Elfer. Deswegen. Im Schatten gar nicht gesehen, ja. Und man kann in beide Richtungen argumentieren. Mhm. Ich meine, hätte er nicht gepfiffen, wäre auch alles in Ordnung gewesen. Ja, hätte auch hier gesagt, er berührt ja ein bisschen den Ball und dann den Spieler, aber. Wie gesagt, jemand mit irgendwie, weiß ich nicht wie viel Champions League-Erfahrung, Spielerfahrung, denn, ja, dass er da so hingeht. Fühlt so ein bisschen das Timing. Ne? Wie bitte? Black Forest. Ja? Ja. War schon noch nett. Achso, sorry, ja, ich habe hier gerade mal dieses YouTube-Video reingeguckt. Das ist wohl tatsächlich auf der Galgenberg. Aber da müssen doch jeder ein gleich großes Feld haben, was sie anpflanzen, ne? Das muss ja identisch sein, sonst ist ja nicht vergleichbar, oder wie? Ist das die normale Galgenberg oder die Vierfach? Das habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht erkennen können. Sieht aber verwirrt aus. Also hier kommt Tabak Foto. Übrigens drauf, Minikeule, ne? Aber nicht vergessen, dann muss ja gemulcht werden, gell? Ja, aber du bist ja schon einmal rundherum, oder? Nein. Nicht? Er hat jetzt die erste Bahn vor dir gefahren, ja, wenn ich es richtig kapiert habe. Wir sind seit 2 Minuten erst hier fertig mit Pressen. Ey, warum fährt er jetzt ins Wasser? Du hockst immer noch am Steuer. Ich bin nicht so weit reingefahren, glaube ich. Nee, ich sitze nicht mehr drin. Da ist nur die normale. Hast du überhaupt die Hupe gehört, Black Forest? Nicht so leise bei dir. Ach, du hast abgehupt. Ja, ja. Ja, dann hast du meine wahrscheinlich auch nicht gehört. Doch, ich habe deine gehört, aber meine hörst du, glaube ich, nicht. Das ist der Standard-LKW. Das ist doch nicht. Ist jetzt schon jemand im Strieg auf der 78 unterwegs? Ja. Okay, dann wollte ich mich dir anschließen. Wow. Hört sich gut an. Jetzt wenn auch in Richtung nehmen. Normalerweise nehmen wir doch hier. Ja, mir ist egal. Ja, muss ja auch gemacht werden hier. Was ist normalerweise? Ach, meistens haben wir das Feld hier Ost-West gemäht. Und fürs Jahr macht Nord-Süd. Muss ich jetzt auch auf Nord-Süd umwechseln, weil ansonsten haben wir irgendwann blöde kurze Bahnen. Irgendwie geht diese Feldgrenze hier zu nah an die Bäume ran. Dann müssen wir mal wegfräsen, ne? Mahlzeit.
Ups, moin moin. Hast du gestern Fußball geguckt, wa? Ja, doch mal eben. Mal kurz ein bisschen, obwohl es nicht die Frauen waren. Hä? Was ist los, Ralf? Ja, nebenbei. Mal gucken, ob wenn BVB hier verliert. Ach, du hast den Second komplett. Aber ja, der hat mir mal gebremst. War eigentlich schönes Spiel. Ja, doch. War auf jeden Fall viel los. Viele Aktionen, ja, vor allem auch von Eindhoven. War beim Synchronisieren. War eine Frechheit, ist, dass das ein Auswärtsticket 70 Euro gekostet, ne? Ist. Dann hast du noch die Zugfahrt dahin und bist bei 120, 130, 140 Euro. Gute Nachfrage. Was ist ein Auswärtsticket 70 Euro? Bei Eindhoven gestern. Auswärtskarten. Wo weißt du das? Der Kick hat auch geschrieben. Das ist auch die Höchstgrenze, das, was abgeregelt ist. Haben die da keine Stehplätze? Das sind Stehplätze gewesen. Bitte? Ja. Oha, okay. Das ist jetzt das Maximal, was sie nehmen dürfen. Ja, Champions League Spiel. Okay. Achso, ein Champions League Spiel kostet mehr wie andere Spiele, ja gut. Okay. Ja, aber trotzdem. War trotzdem krass. Solange es genug gibt, die das zahlen, werden sie das auch weitermachen. Die müssen auch Geld verdienen, wir sind schon keine Investoren hier, ne? Und in Holland weiß ich nicht, wie es da geregelt ist. Eindhoven. Das mit diesen Investoren ist sowieso so völlig absurd. Die machen das ja nur, weil die alle so schlecht wirtschaften, dass die keinen normalen Kredit wie jeder normale Unternehmen aufnehmen können. Ja, weil dann müssen nämlich die Vereine, die besonders schlecht wirtschaften, ja, für die. Die gut wirtschaften, für die Vereine mithaften, die besonders schlecht wirtschaften, und das macht keiner. Ja, das stimmt. Und Jenny schreibt, dass wir öfter speichern sollen, bei denen ist das Server wieder eingefroren. Oh. Ja, die war gestern schon 38. wieder. Monat, ja. Vielen Dank. Das genau. Und Jenny war schon 40 Dank. Jetzt. Ja, jetzt. Das war ich. Speicherle. Ein paar Meter versetzt zu Fuß. Ich bin recht panik, oh, ich habe abgeschmiert. Ich bin auch noch unterwegs. Ich habe aber auch Speck gekriegt. Ja, ich habe meine Performance ist noch 100%, ne? Mit einem Fett 25 haben wir. Ja, ja. Noch trittst du gleich auf die Bremse lang. Was machst du die Beine hier vor das Auto? Da kommt jetzt der Gerd. Da ist der Gerd. Schnelle Gerd. Mhm. Mein Gott, Schmein. Vielleicht sollte das Gerd mit Speedy so. Namen tauschen. Nö. Gerd ist Gibt's Speedy. Nicht. Gibt's nicht. Ich bin jetzt der schnelle Speedy. Wow. Speedy ist der echte Speedy. Ich bin der schnelle Speedy. Gibt es ja in Champions League überhaupt Stehplätze? Ich meine, wenn nur wenig, ne? Und weiß ich gar nicht. Das war ja der Gäste, ne? Also es wird welche geben, ja, aber wenig. Ich glaube, die müssen immer, also in Dortmund muss ja auch immer irgendwas geregelt werden, da wegen den zu großen, zu vielen Stehplätze. Bei Champions League auch? Ich dachte, man muss nur bei Nationalmannschaft spielen. Nee. Echt? Ja, das würde ja bedeuten, dass dann bei Champions League immer weniger Zuschauer sind. Mhm. Ja, sind es halt nicht 80.000, sind vielleicht 75.000, aber ich weiß nicht genau die Grenze. Oder ob die Regel abgeschafft worden ist, weiß ich auch nicht genau. Das kann sein, dass das hier veraltet ist und vor 2-3 Jahren noch so war und heute nicht mehr. Also wenn in Stuttgart ein Länderspiel ist, dann sind es immer statt 60 nur 50.000 Leute. Ich habe keine Ahnung, wie das geregelt wird. Zahnplatz und Sitzplatz. International 66.000. Haben wir noch eine zweite Mulcher? Hat schnell gegoogelt. Signal Iduna Park, früher Westfalen, ja für viele immer noch, ne? Heute Westfalen, der früher Westfalenstadion ist mit einer Kapazität von 81.365 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands.
Bei internationalen Partien bietet es für 66.099 Platz. Oder sind es Plätze? Kommt gleich, Minikeule. Was kommt gleich? Ich bin gleich einmal rum. Hä? Dass du weitersehen kannst. Ich hab gedacht, du fährst hier hinten gerade am Damm entlang. Ja, bin ja gleich da. Wir fahren dann mit der Geschwindigkeit hier hoch. Wie lange sind wir denn jetzt? Warst du schneller wie die Slaymaschine? Ja. Was hat denn Slaymaschine? Du kannst 25 fahren. 18. Also ich fahre 25. Ah, okay. Du hast glaube auch mehr Arbeitsbreite. Ja. BSV war 35.000. Passen da rein. Ja, gut. Gibt es irgendwelche Sitzplätze dann? Dann wurde durch die Ratzen 22 verboten. Jetzt ist anscheinend nicht mehr nötig. Schon mehr. 36.500 mit Stuhlverwarmung. Also ich habe da ja Bilder gesehen, und da standen die teilweise, aber da die insgesamt auch mit Stehplätze kannst bis 42.000 Leute. Welches? Eindhoven? Eindhoven. Stehen heißt nicht, dass es unbedingt Stehplätze gibt. Man steht ja auch so ständig, selbst auf den Sitzplätzen stehst du ständig, selbst im Kieler Stadion standen wir ständig. Der Arena hat 55.600. Das stimmt, weil ich immer die Schalke-Fans angefeuert hast. Je nachdem, wo ich im Stadion bin in Stuttgart, also in manchen Bereichen, da steht man auch das ganze Spiel über, auch bei den Sitzplätzen. Das siehst du ja sonst auch nichts. Nee, ganz einfach. Ja, ist einfach. Sonst Freitag wieder nach. Sonst muss man sich immer hinsetzen, damit die anderen Leute noch was sehen. Also nicht, also Groninger, ich würde immer stehen, wenn ich nicht verspricht. Wo bist du gefahren schon, oder? Das ist klar, Spedi? Hier sind Baller. Ja, ich komme nicht. Da, wo das rechte Winkel ist, hinter dir. Da setzt mal genau schön an der Grasnarbe an und dann hast du eigentlich meine Spur. Was du da gleich und wo liegen die denn ungefähr, Ralf? Mit der Brücke rüber zu 46. Genau, du da gerade zurück und dann musst du da einfach mal die Linie setzen. Gegenüber vom See. Drei Stück. Das war eine große Katastrophe damals, ne? 89 war das. Was? Da wo auf der 47 und 48. Weil die Spur, wo du hast, da habe ich angefangen. Das Stadion in der alten Försterei, ja fast nur Stehplätze. Oh, hier hat jemand Ballen vergessen. Ja, hat gerade Pascal gesagt. So, wie, wo, was? Ja, wie? Das ist echt dumm hier. Das Feld geht über die Buschgrenze da weiter als die Büsche hier sind. Ja, wie, was? So, weshalb? Ja, was kann Gerd tun? Wenden könnte. 41. Elo. Also muss ich ja links rüber wenden. Fahren Richtung Mapgrenze dann oder wie? Von da angerannt. Ich? Kann denn noch nichts machen? Noch jetzt gleich. Ja. Schon wieder Problem. Black Forest jetzt überall rein. Ich hab bloß gedacht, ich tue die Balle doch direkt in Straßlege. Also Heu, Bernte gewendet. Also das sollte zu Heu werden, 41, oder? Ja. Also hier müsste mal gewendet werden mit diesem Umdreher-Ding da. Wie heißt es genau? Elo. Elo. Elo Umdreher. Elo Umdreher. Elho. Elmo? Elho. 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 Elmo war doch bei der Sesamstraße. Ja. Wie nicht bei meiner Jugendzeit vor 40 Jahren oder wann das war. Oder 50 Jahre schon fast. Nee,
da haben wir noch keine Sesamstraße gehabt, aber da irgendwann in der Zeit. Die Sesamstraße ist schon uralt. Die ist schon alter, ja. Ja. Aber ich habe jetzt gucken müssen oder überlegen müssen, wann wir Fernseher gekriegt haben. Wie alt das ist da schon war. Ich habe auch gestern nur bei Kornhub gesehen, dass es doch jetzt irgendwie so ein LS Kids geben soll. Das ist doch schon länger bekannt. Das gibt's ja schon. Das gibt's glaube ich noch nicht, oder? Warum so viel ist es nicht für Konsole gewesen? Was war das? Oder nicht für einen Computer? Oder? Das ist nur für Handy und so. Ja. Wenn wir die Kinder noch ein bisschen mehr am Handy rumkleben, na gut. Schön im Unterricht, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich geht's da um, damit man weiß, wo die Milch herkommt und so. Ja, also manchmal lernen die tatsächlich auch mehr mit, also ne, mit irgendwelchen Spielen hier, als was sie in der Schule lernen. Also sieht diese Lehrpläne, die sie da haben, strikt nach Plan und wie langsam das teilweise ist, anstatt jetzt wieder die Schüler auch mal ein bisschen fördern und fordern da, oh, so nach dem Motto. Das echt. Dann wundert man sich, dass die PISA-Studie so schlecht ausfällt, ne, wenn sie es irgendwie nicht schaffen, in einem ganzen Jahr die Buchstaben mal zu malen, so von das Alphabet in der ersten Klasse. Ich weiß nicht, ob wir damals auch so langsam waren, aber ist schon merkwürdig. Komplett aus der Bahn. Sie wollen halt natürlich mit dem Spiel natürlich die Kundschaft von morgen schon mal aufs Spiel vorbereiten. Bevor die alle bei Fortnite abwandern. Mein Sohn will ja auch nur noch bei dem einen Kollegen spielen immer, der schon Fortnite spielen darf. Wie alt sind die? 6-7. Dafür ist ja schon Fortnite spielen. Ja, einigen Eltern ist es egal. Die einigen Eltern da. Ja. Bei denen falsch läuft. Auch da sollte. Das musst du, ja, jetzt das auch Spiel nicht doch Lego, oder? Du musst es jetzt ja nicht erst ab 12 freigeben. Also, ne, er durfte es auch bei uns vorher spielen. Ja, das Spiel ist ab 12? Fortnite ist ab 12, ja. Das ist ja ein Ballerspiel. Nee, es ist ja kein Blut bei. Wenn er jetzt für Counter-Strike wäre, 18 oder so. Oder 16. Wenn der Eltern sagst, du spielst Lego, dann spielst du Lego. Das Tauschradius 40 ist noch das alte Jenny. Das ist doch noch nicht die neueste Modpack-Version, die du da hast, oder? Oder hatte ich das für mich geändert und das kann sein? Nee, ich hatte es doch. Beim letzten Update hatte ich doch das schon erweitert, die Range. Über den kleinen Mini-Update, was auf der letzten. Ja, genau, da war doch, hatte ich das doch mitgemacht, meine ich. Habt ihr noch nicht das aktuelle Modpack auf dem Server drauf? Da müsste eigentlich. Hat Jenny doch aufgeladen. Ja, ich meinte Jenny gerade, weil Jenny schreibt hier gerade. 40 müsste noch der alte Wert sein. Und 60. Meine Linie kann ich nicht nehmen, weil ich muss da jetzt versetzen. Du hast da. Da bist Hätte ich mal was sagen können. Hätte ich ein bisschen Luft gelassen. Ja, ich verschiebe die Linie nach links. Ich dachte, ich wollte mal, aber wie lange er braucht, um auszuheben. Jetzt hebt er erst aus. Ich hab gedrückt, als ich angehalten bin. Ich dachte vielleicht. Das ist immer ewig. Ja. Ich stehe immer an der Feldkante nach runter, bis die alle Mediker unten sind. Dauert 2 Minuten. Ja. Ja. Wie die Vorgewinde bist du gefahren beim Striegeln? Nein, ich bin eigentlich, du bist jetzt genau auf meiner Spur, glaube ich. Ja, und Lego, ich hier Lego Fortnite aber darf unser Sohn nicht auch spielen. Jetzt aber er darf ja nur die friedliche fährst Version links spielen, ohne Gegner. Vorgewinde einmal. Black Forest? Ja. Ich mache ein bisschen blöd. Warum? Wenn ich rüberfahre, dann ist es wieder weg. Nee, weil ich habe ungenau angefangen, da bin ich aber eine Bahn weiter nach links fährst rüber. Fährst du übers Vorgewinde rüber? Hast du schon gefahren? Ja, aber das reicht ja nicht, ich muss ja irgendwie umdrehen. Wir fahren noch ein zweites Vorgewinde. Also die 18 muss auch noch gemäht werden, oder? Ach, das 18 ist gemäht. Was ist denn jetzt noch was drauf? Was ist denn noch 54 für eine Mission? Dünn. Das Dünne, okay. Ich glaube, dann haben wir alles gemäht oder haben wir noch Eigenland, das gemäht werden muss? Ne, wir haben alles umgebrochen mittlerweile. Die ne? Verträge aktualisieren, die werden wieder reinkommen. Die waren ja vom Server ausmachen, wann er noch welche. Ich glaube, wir haben ja alle gemäht. Welche Felder können noch kommen?
ich dachte. Oder einfach dein Gerät ausheben. Wir haben alle Felder. 47, 48, unten die 61, dann 74, 75, 26 haben wir. Mit 10 haben wir. Was anderes war noch drin. Orientier dich einfach an meiner Linie, Minikarte. Ja. Richtig, das Meer kann zum Hof, ne? Ja, reparieren, waschen, tanken, parken. Und dann ist schon jemand mit der Presse unterwegs, oder? Ja, da muss erst mit der Wende fahren. Vielen Dank für den 39. Monat. Danke für den Spot. So, dann kann man mal sprechen. Jetzt beginnen mit der Wende. Heute sieht auch an der Sämaschine, die. Da bleiben immerhin dran eine halbe Bahn, wo man meint, es ist nicht gesät und dann synchronisiert nach. Das ist immer, wenn du Grasfelder machst. Warum auch immer. Ah, okay. Dann brauche ich mal keine Gedanken machen, dass dort nichts drin ist. Ja, aber später. Wenn du in Sicht fahren, dann siehst du es nicht mehr. Ja, aber Speedy, normal muss passen im Striegen, weil ich habe unten angesetzt und bin ja aber eine Bahn weiter nach links gefahren gleich. Ja, ja, der muss das ja passen, ja. Deshalb habe ich ja Bahn minus 1 eigentlich jetzt gefahren. Alles gut. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sieht jetzt hier, was wir da jetzt machen. Nee. Da muss man halt wirklich absprechen, dann wieder, welche Bahn jetzt wer hat und. Geräusche bei Christian eigentlich. Warum? Was nicht. Soll... Ist immer so ein Klackergeräusch bei dir, oder? In deinem Mikro? Kann die Tastatur sein. Das jetzt hier? Ja, gut, dann kann ich jetzt hört man es gerade nicht. Aber gerade eben habt ihr es auch gehört, oder wie? Ja, ja. Ja. Hört sich irgendwie an wie so Pfandflaschen, die rumrollen. Oder? Nicht. Das war alles so seitlich, ja, jetzt doch auch wieder so ein bisschen. Aber ja, genau. Ja, Kopfhörer ein bisschen, der knirscht. Ja, muss man sein. Das ist ins Mikro reinknirscht. So. Ja, ist auch schon was älter. Was ist denn los bei dir, Fett? Deine 12.000 Follower sind aber wieder deutlich runter. Oh ja. Ja, der Bot, ja. Der wurde bestimmt gelöscht. Da gab es wieder Road Richtung 12.000. Das war dieser hier, dieser eine Abend war, wo diese ganzen komischen Zahlenkombinationen überfordert sind. Die müssen ja über 100 Stück gewesen sein. Naja, ja, nicht, aber fast, ne? Das ging ordentlich durch. Sieht man das irgendwo, wie weit der Stock gestriegelt ist? Nein. Ja, wenn du so ein bisschen genauer guckst, siehst du einen kleinen Unterschied. Muss also mit der Kamera, also mit der Maus so ein bisschen runter, rauf und runter, dann siehst du so. Ja, okay, also die Bahn ist noch. Geht ja, noch auf jeden drin. Fall. Ups, welcher Weg? Oh, sorry. Jetzt ab. Ich war eh am Gucken. Kann aber nicht gerade sagen, wie weit das ist. Was man könnte meinen, aber das habe ich vorhin auch schon so gesehen, wo es dann geheißen ist, im Wachstum beim Anaratskaiser abgeerntet, wie ich drüber gelaufen bin. Ja, dann weißt du ja, wenn es Wachstum ist, ist geschlägt. Okay, stimmt. Ja, bei Gras siehst du nicht wirklich einen Unterschied. Also zum Beispiel bei Luzerne, da sieht man das viel deutlicher. Kann man da im Striegen ein bisschen Farbe beimischen? Mulcher. Beim Mulcher, genau. Aber das immerhin sieht man überhaupt was, nicht so wie beim Striegeln. Beim Striegeln muss er wirklich fahren nach GPS. Nach Enhance, damit er wirklich weiß, der hat die Birn gefahren, der hat die Birn gefahren. Aber da frage ich mich. Sagt, das lag an dem Fehler, dass es nur 40 Meter waren. Es gibt doch diese andere Anzähltextur, die Standard-Anzähltextur. Ja, das ist ja hier eine andere. Jetzt gewalzt wird vielleicht. Ja, Donnerwalze an dem Ort oder nicht? So, wird vielleicht gewalzt. Die Walze dran. Ja, das schon, aber ich glaube, wenn ihr mal auf einer anderen Karte das macht, dann sieht das nicht so.
Nein, das ist die Walze, was das ausmacht. Die Walze ändert die Textur auch nochmal. Ja, schon, aber ich glaube, das hat auch irgendwas mit der Kabel. Ich glaube, das hat da mal irgendwas gemacht. Fehler 40. Ja, das ist so die glatt, die glatt aussehende Textur ist eine andere. Weil ansonsten sah das gewalzte aus, wie es gesät ist, so irgendwie. Und das war ich ein bisschen merkwürdig. Ja, genau. Und da ist eben die Frage, wenn man das. Nee, finde ich nicht. Ich finde, das sieht irgendwie komisch aus, muss ich ehrlich sagen. Ich, ja, da ist eben die Frage, wenn man diese Standardtextur lässt, ob man dann was sehen würde beim Striegeln. Kann keiner beantworten. Naja, hat schon die Fehler kurz letztlich. Ne? Alles verschoben. Was ja mit 40 mit ja, Range 40 Meter. Was war das? Ach, 45, 54 wenn, unten. Wenn du mit dem jetzt als M-Maschine Mission machst, Black Forest, und dann abschließt, dann hast du wieder die Originalstruktur. Mhm. Und jetzt seid ihr wieder zu weit gefahren. Mensch. Nee, sind wir nicht. Doch. Da ist schon gemischt. Meine Linie nimmer. Ich fahre ein bisschen Düngen auf 54, denn. Warte, geschwind. Die 67 wäre auch noch zum Spritzen. Schieb doch deine Linie einfach. Mach ich doch grad. Ist hier jetzt doch keiner zum Pressen, oder wie? Ich bin schon auf dem Weg. Auf die 41 jetzt. Oder wo soll ich? 41 muss erst gewendet werden, oder ist das schon gewendet? Das fährt ja bei, aber... Da hast du doch schon gemulcht. Kannst viel weiter links fahren. Entschuldigung? Achso, dann passt die Linie am anderen Ende nicht, oder wie? Nee, so aggressiv. Uiuiuiui. Ich weiß auch nicht, was er macht. Der bist du und der. Kann ich dir in den Ort passen? Also passt alles. Muss ich hier wieder warten? Nee, du kannst hinterher fahren. Nee. Ich fahr also doch die eine Bahn ist noch nicht ganz fertig. Reicht nicht, hä? Nee. Noch du nicht. Echt, du hättest eine Bahn weiter nach links direkt können. Was geht bis heute nicht live? Sieht. Sieht halt auch schlecht. Sorry. Doch, so ein Drittel oder etwas mehr als ein Drittel von meiner Bahn, wo ich jetzt fahren will, fehlt noch. Ich sehe es doch auch. Ja, was sagt ihr aktuell, Speedy? Ich bin fleißig am Striegel hier. Nee, ich meine, was zockst du aktuell in deinem Urlaub? Och, Subsistenz sind wir gerade am Suchen, ein bisschen. Ja, da braucht man auch aber viele Stunden, bis man da gute Fortschritte hat. Habt ihr den neuen Spielstand angefangen? Ja, ne? Ja, einmal neu und ja, jetzt haben wir die Gegner erstmal ausgeschaltet. weil wir haben mehr Besuch gehabt als alles andere. Kennen wir irgendwo, ja. Also mehr Besuch wir, als wir sie besuchen. Ja, und jetzt versuchen wir erstmal natürlich, die Ressourcen so hoch zu halten, Strom genug zu haben, ist nicht einfach. Also ich sag mal, wie wir früher mal das getestet haben, kannst du es heute nicht mehr vergleichen, was sie da jetzt so ein bisschen dran gebaut haben und gebastelt haben. Das war früher einfacher. Ja, weiß ich gar nicht. Ich meine, wir haben auch früher immer die Gegner ausgeschaltet. Auch bei unserem letzten Spielstand haben wir doch auch die Gegner abgeschaltet. Und dann haben wir sie irgendwann mal angeschaltet, damit wir dann Base ein bisschen hier Loot organisieren können. Und dann haben wir sie schnell wieder ausgeschaltet. Ja, wie gesagt, wir haben ein, zwei Angriffe vielleicht mal gemacht, aber die haben sich so schnell vergrößert auf der Karte. Ja, ist auch so, die kommen ständig, also das, ne? Wir waren umzingelt am See, da wo wir bauen. Und das ist nicht mal Hardcore-Modus, das ist noch Mittelmodus wahrscheinlich, ne? Also hatten wir ja auch, ja. Wir haben ja bei Gerd haben wir ja mit Easy angefangen. Ach halt, da sollte man das Ding auch absenken. Und dann haben wir uns dann nachher einen Server geholt, weil das natürlich dann besser ist so. Ja, und dann haben wir das alles übernommen. Aber so aggro-mäßig, wie die uns angegriffen haben, also ich glaube alle halbe Stunde haben die uns angegriffen. Die haben die halbe Base weggehauen teilweise. Ja, hatten wir doch auch beim letzten Mal. Das ist ein bisschen her, wo ich jetzt gespielt habe. Aber... Mit Salazar war das dann, wäre noch Gerd auch, ne? Oder war er? Ja. War, ne? Ja, doch. Werden doch auch ständig Gegner. Ja, weil jetzt auf den Server haben wir
Naja, 100 Meter alle Seiten auf HW-Gegner sitzen. Ja. Die gehen also so entweder schnell erweitern mit Plattformen und Waffen. Ja, da war keine Lust mehr. So, die Gegner erstmal wieder ausgeschaltet. Wenn das die gleiche Position ist, die wir hatten früher, dann, wir haben ja an dem See, großen See, genau gegenüber, haben wir ja früher ja mal einen Leuchtturm gehabt, sozusagen. Ach. Und da haben sie eine Base hingekloppt, da haben wir uns schon gar nicht mehr hingetraut. Also da war unsere Holzhütte gar nichts gegenüber. Dann müssen wir reinschreiben, Pronator. Ja, es ist auch, das steht aber, glaube ich, auch in den Steam-Bewertungen. Ich hatte letztens irgendwo so ein Video gesehen, das habe ich gleich zu Ende geguckt. Das wollte ich nochmal gucken, von wegen, was für Survival-Games es gibt und wie die Steam-Bewertungen so sind. Das ist halt auch schon echt ein schweres Spiel, ne? Ja. Also bei den normalen Einstellungen ist es schon echt hardcore. Ja. Also wir sind jetzt wieder runter auf normal erstmal wieder, weil sonst kriegen wir keine Taschen und Kisten. Ja, kommst du das Ganze nicht mehr rumlatschen. Du hast ja schon mit den Tieren meistens genug zu tun. Ja. Und dann kommen die noch dazu. War das bei uns auch schon, wenn du geangelt hast, dass da ein Adler ankommt, der deinen Fisch klaut? Ja. Ja, das bei uns damals so schon war, weiß ich nicht, aber in unserem letzten Spielstand war es auf jeden Fall so, ja. Ja. Bist am Angeln, hast mal einen guten Fisch und dann, ja. Ja, schön Lachs, ja. Auf den wartet er, aber die Kleinen greift er nicht an. Ja, ich gestern ja in Shrouded erstmal wieder profihaft, denke ich auch, kann ich da rüberfliegen? Flieg los, zack, in Lava geflogen. Ja, ich habe das habe ich genau gesehen. Ich habe da mal beim Essen mal rübergeguckt, so wollt ihr. Ja, unangenehm. Es war aber knapp. Ja, ja. Hast Gegenwind auch immer gekriegt. Ja, kein Aufwind mehr. Genau. Loch im Flügel oder so. Bin ich heute war geschwind. Ja, ich denke auch, es fehlen ein paar Zentimeter. Es gibt so ein neues Survival-Game, wo man mit dem Auto durch die Gegend fährt, ne? Pacific Drive oder so heißt das. Aber ich glaube, das ist nicht so meins. Sieht zwar irgendwie auch ganz lustig aus und die Bewertungen sind auch wohl nicht so schlecht. Anderes Feeling, aber es glaube ich, naja, nicht so meins. Da muss ich mal gucken bei Steam. Ich habe gestern auch einen, ich glaube, ja, bei mir haben wir schon reingeguckt gehabt. Das war ein Schweizer. Der PS irgendwie, der hat auf der Marsch gespielt mit irgendwie. Wahrscheinlich der Schweizer. Ja, der, ja. Der hat auch den Anhänger zum Beispiel gemacht mit der Plane. Ja, genau. Hm. Ja. Auf jeden Fall hat er dann so ein Fahrzeug gehabt, also so ein Pickup. Und ich da mit 250 da die Straße da entlang gerauscht, da auf der Marsch, habe ich auch gedacht, da sind doch so viele Kurven und Huckel. Auf so einer langen Gerade kannst du mal ausfahren. 50. Ja. Also ich weiß nicht, ob man da irgendwas getestet hat. Oder das Auto für Wettrennen. Dieses Service-Pickup, der schafft glaube 180 oder 120, ich weiß gar nicht. 120. Das ist schon schnell das genug. Kannst du trotzdem nicht ausfahren auf der Marsch hier. 120 ja, ist, auf der langen Gerade. Ja, aber hier nur ein kurzes Stück. Ja. Er ist auf jeden Fall auf der Straße Richtung Kieswerk dann über, ne? Also wo dann die T-Gabelung kommt, ne? Wo dann praktisch links abbiegst zum Kieswerk. Da ist er mit fast 200 auf die Kreuzung zugerauscht, ne? Und hat aber dann die Bremse sind dementsprechend gut, und hat es dann gereicht, für die Kurve zu kriegen. Ne? Naja, gedacht, naja, da muss das sein? Fruchtzerstörung ausmachen. Und fließt ab. Jetzt wieder drei, gell? Weiß ich jetzt schon. Weil wir müssten alle die Kollision aushaben. Du.
Da sind wir schon am Ende der ersten Folge, sich gerade. Das ist schon eine Stunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Kurze Pause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist mir